Ja, Freunde, gute Laune und der beste Unterhaltung und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu MBLZ Show 23. Ich muss es einfach mal so sagen, es ist ja schon wirklich so ein bisschen so ein Nischensport. Ein Sport, den gerade wir hier in Deutschland zwar natürlich vom Namen her kennen, gerade aus amerikanischen Filmen und Serien, aber bei uns gar nicht die Riesenbedeutung hat, schon gar nicht so große wie eine Sportart Fußball, Basketball oder aber auch vielleicht Handball. In diesem Sinne, hier erst einmal MBLZ Show 23, niegelnagelneu, vorgestern erschien und über den Game Pass, heißt für alle Xbox-Besitzer mit dem Game Pass kostenlos erhältlich. Und gleich meine Bitte mal an euch, die sich halt einfach mit diesem Spiel auskennen, zuallererst für alle anderen auch einen Daumen nach oben geben und versucht den Leuten, die auf dieses Video vielleicht stoßt, auch ein bisschen zu helfen, indem ihr ein paar Kommentare schreibt, gerade auch, um mich vielleicht zu berichtigen. Ich versuche gar nicht allzu sehr in die Materie hineinzugehen, weil ich mich auch gar nicht allzu sehr auskenne, aber es ist mittlerweile auch schon der dritte Teil, der von dieser Serie erschienen ist und ich habe den ersten Teil von MBLZ Show 21 angefangen, 22 folgte und jetzt sind wir hier bei 23. Das Ganze ist ein Review, ein kleiner Test, ein kleiner Vorgeschmack, was euch hier alles so ein bisschen erwartet. Wir werden aber natürlich hier nicht alles rannehmen. Wir sehen es hier, was wir eigentlich alles machen können. Wir haben Game Modes wie Road to the Show, Diamond Dynasty, March to October, Franchise und Zenigo League. Zenigo League ist eher so eine Storyline-Telling, wo wir für einzelne legendäre Spieler deren Stories nachspielen können. Ansonsten haben wir noch Quick Play Challenge of the Week. Das kennen wir mitunter auch von FIFA als Beispiel, wenn gerade das spannendste Spiel, wenn zum Beispiel Real Madrid gegen Barcelona auf den Samstag gespielt hat, dann wird das das Challenge of the Week und wir können das Ganze nachspielen. Moments to Play Legends and Superstar to Relieve a Rewrite Baseball Historie. Home Run Derby. Complete online oder offline to see who will be crowned a champion. Ansonsten haben wir natürlich auch noch Play Now. Das heißt, wir können ein schnelles Spiel starten mit einer Exhibition. Heißt, wir wählen jeweils zwei Teams, das Stadion und los geht's. Exhibition Live Roasters. Online Rated. Also wir können natürlich auch jetzt hier mitunter auch online spielen. All die ganzen Sachen gibt's hier. In diesem Video möchte ich aber ganz gerne halt ja, die Anhängerschaft, die sich vielleicht nicht allzu gut damit auskennt, genauso wie ich, eher dazu hinreißen, zu zeigen, wie funktioniert eigentlich das Spiel, worum geht es hier eigentlich und wie funktionieren einige Sachen. Und dazu können wir schön zu Options Explorer gehen, nämlich Learn How to Play the Show. Also wir lernen jetzt so ein bisschen, wie wir dieses Spiel wirklich spielen können. Ich denke mal, Baseball hat jeder schon mal so ein bisschen mitbekommen, worum es im Großen und Ganzen grob geht und welche Spielweisen und Positionen es mitunter auch gibt. Hier wählen wir jetzt einfach irgendwelche Teams. Wir lassen den Ladebalken jetzt ein bisschen vor sich hinlaufen und dann können wir gleich Welcome to MLB The Show. Let's explore all of the gameplay options to help you decide which options are best for you. Ja, sehr schön gesagt und auf gut Deutsch. Ach, im Übrigen, das Spiel, was wirklich immer noch ein Wermutstropfen ist, was halt nicht so schön ist, ist halt wirklich, das Spiel ist immer nicht auf Deutsch. Nachdem wir schon den dritten Teil haben, der natürlich auch hier in Europa bzw. auch in Deutschland erscheint, haben wir immer noch keine deutsche Übersetzung. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, wir können jetzt hier das Hitting, Base Running, Pitching, Fielding, aber auch Throwing üben mit ihren verschiedensten Art und Weisen, wie wir unseren Controller benutzen. Und wir würden einfach mal anfangen mit dem, ja, schon wichtigsten, nee, die wichtigsten möchte ich nicht sagen, aber mit dem bekanntesten, der Baseballschläger mit dem Hitting, das wir mit. Use zone hitting. Move the left stick in the direction of the pitch to adjust the plate coverage indicator, also known as the PCI. When the PCI is aligned with the ball, press A for normal swing, B for contact swing, or X for a power swing. Bada boom. Bada boom, richtig. Also hier müssen wir mit als Schlagmann müssen wir auch richtig gut austangieren können, wo der Ball hingeworfen werden kann. Das machen wir mit dem linken Stick. Ihr seht hier diese Game, ich sag jetzt mal Klammer auf Klammer zu Symboliken und dann unser jeweiligen Schlag, ob Normal Swing, Contact Swing oder Power Swing. Dann haben wir noch Directional. To use directional hitting, move the left stick in any direction, then press A for normal swing, B for contact swing, or X for power swing.
So, und ihr merkt schon, es ist ein bisschen eingeschränkter. Im Endeffekt ist das ja auch so ein bisschen der Hilfebereich. Also hier wird uns so ein bisschen dabei geholfen, oder wir können einstellen, inwieweit uns vielleicht geholfen wird. Hier war alles relativ manuell gewesen, hier ein bisschen eingeschränkter manuell und hier bei Timing. Move the left to use timing hitting with buttons. Press A for a normal swing, B for a contact swing, or X for a power swing. As the ball crosses the plate. Hier geht es nämlich nur darum, wirklich zu dem Ball zu schlagen. Inwieweit unser Charakter das selbst ausgleichen kann und die Richtung bestimmen kann, in der der Ball vielleicht geworfen wird und versucht mit dem Schläger das auszugleichen, das ist natürlich die große Frage, aber das ist natürlich jetzt hier die einfachste Methode und das gucken wir uns einfach mal an. Hier haben wir unseren Schläger, unser Werfer kommt gleich. So. Ja, jetzt müssen wir bei Zeiten versuchen, irgendwie das Ganze hier zu treffen. Und das ist mega, mega schwer. Beim Practice, was wir uns auch nochmal gleich angucken werden, sehen wir auch, wo bzw. wie früh wir vielleicht geschlagen haben. Hier geht es wirklich nur um das eigentliche Timing. Wir haben nur X, A und B. Zack! Das ist ein ganz schmales Fenster. So, jetzt können wir uns überlegen, ob wir es, wie gesagt, nochmal ausprobieren oder dieses Safe-Timing-Hitting für unsere eigentliche Spielweise. Das ist das Coole an dem Spiel. Wir können uns ausüben und austesten und er speichert unsere beliebigen Steuerungen manuell nochmal ab. Wir probieren mal so das Schwerste mitunter, nämlich Zone. Und ihr seht hier, guck mal, hier müssen wir uns frei bewegen. Und wir müssen versuchen, den Ball irgendwie zu verfolgen. Und das ist nicht so einfach. Der Ball wird natürlich mit 97 Meilen mitunter geworfen. Das ist extrem viel. Könnt ihr gerne die Kommentare schreiben in km/h, was umgerechnet ist. So, wir halten uns mal hier bereit. Oh, aber getroffen. Aber es ist halt um einiges schwieriger. Boah. Sprich, das richtige Timing zu treffen, aber auch den richtigen Punkt anzuvisieren, wo wir den Ball treffen wollen. Wir probieren es jetzt noch einmal. Ah, halten uns bereit. Das ist halt wirklich ein bisschen wie beim Elfmeterschießen. Ah, okay, gut. Jetzt probieren wir mal Directional. So, Directional, ihr seht schon, da können wir uns eigentlich nur so ein bisschen positionieren. Zack, zack, zack. Ah. Also ich würde mal sagen, für den Einstieg würde ich persönlich immer Timing ein bisschen verwenden. Ihr seht gleich, ich versuche jetzt mal von allen Seiten das so ein bisschen anzusteuern. Links, rechts, runter, hoch. Das können wir die ganze Zeit machen, solange er noch gar nicht geschlagen hat. Ach, Mist. So, um vielleicht jetzt gerade in Sachen Schlagen und später auch bei Werfen vielleicht ein bisschen zu gucken, wann und wie sind wir vielleicht denn wo zu früh dran. Gerade beim Schlagen geht ihr einfach mal auf Custom Practice. Klickt mal hier rauf, da werden wir auch wieder jetzt hier Teams auswählen. Und jetzt, wenn wir ganz normal jetzt unseren Ball zuwerfen lassen und versuchen zu schlagen, werdet ihr gleich was sehen. Okay, der war sehr weit weg gewesen, da konnten wir jetzt gar nicht schlagen. Oh, den haben wir sogar getroffen, aber ihr werdet jetzt sehen, guck mal, das Fenster hier zeigt euch an, dass wir einen Ticken zu früh dran waren. Und da seht ihr einfach mal, wie unheimlich schwer das Ganze ist. Für meine Verhältnisse war es ein bisschen zu spät gewesen und das war sogar gut gewesen. Und ich bin der Meinung, da wir halt nur Timing haben, haben wir Probleme, selbst wenn wir gut schlagen, könnten wir daneben schlagen. Das könnten wir alles mit der, ich sag jetzt mal, erweiterten und etwas schwereren Einstellung versuchen noch zu korrigieren. Weil dann hat das wirklich damit zu tun, in welche Richtung der Ball geworfen wird und wir unseren Baseball-Schläger korrigieren müssen. Der war zum Beispiel zu weit nach oben für unsere Verhältnisse gewesen. Dabei war das Timing gut gewesen. So, jetzt kommt ein Home Run. Oh! Aber der war ins Aus. Und ihr seht, zu früh tatsächlich. Ah, einen machen wir noch. Oh, da, Hallöchen. Der hat mich fast getroffen, Kollege. Aber das Erste, was gleich sofort auffällt, wir müssen mal ein bisschen über die Grafik reden. Es sieht verdammt gut aus.
Alter, aber werfen ist auch nicht sein Ding, weil das war ja schon der vierte oder fünfte hier. So, wir gehen aber mal zurück wieder zu Options Explorer, denn wir wollen uns die nächste Spielweise angucken, nämlich das Werfen. So, auch hier haben natürlich verschiedenste Arten und Weisen, wie wir was verwenden wollen. Wir haben hier Pinpoint, Meter, Pure Analog, Pulse oder aber auch Classic. Wir fangen mal mit den einfachsten an, wie ich meine mit Classic. So, hier sind wir jetzt der Pitcher. Wir suchen uns jetzt gleich unsere gewisse Stelle aus. So, und wollen den zum Beispiel, also erstmal haben wir, kann ich das nochmal zurück machen? So, wir können erstmal einmal unsere So, hier sind wir jetzt mit dem Pitcher. Hier können wir allererst auswählen zwischen A, X, Y und B, die Wurfart. Wir nehmen jetzt einfach mal Cut mit Y und jetzt können wir unsere Flugbahn auswählen. Ich denke mal, die gelben Linie neben dem Ball zeigt an, in welche Richtung der Ball fliegen könnte, beziehungsweise durch den Wind fliegen könnte. Wir nehmen einfach jetzt mal hier, machen mal genau zentral und gucken mal, was jetzt hier passiert. Hier müssen wir nichts beachten, der wirft einfach von sich aus. Und guck mal, wie weit er nach rechts gegangen ist. Natürlich hat er in jeder Art und Weise, wie welcher Wurftechnik verwendet wird, eine gewisse Art von Geschwindigkeit, aber auch ein gewisses Effekt. Wenn wir zum Beispiel jetzt einfach mit X was machen, wird er vielleicht ein bisschen schneller. Aber kriegt einen ordentlichen Curve nach unten. Also wir müssen es wahrscheinlich auch so ein bisschen daran halten, wie der Curve oder was diese Technik dieser Wurf an sich hat. Aber auch, ich glaube, Windbedingungen spielen auch eine gewisse Rolle. Jetzt nehmen wir einfach mal A, für mich wahrscheinlich einer der stärksten Würfe hier. Machen wir ein bisschen höher. Ja, 93 Meilen pro Stunde. So, und dann können wir natürlich noch andere Sachen verwenden, zum Beispiel Puls. Wir wählen wieder unsere Art und Weise, wie wir werfen wollen. Wir nehmen mal jetzt hier einfach wieder A. So, und jetzt müssen wir genau den Punkt erwischen. Wenn wir zum Beispiel... Ah, der war zum Beispiel gut gewesen. Es muss auf einen Mindestpunkt sein. Erst dann wird es ein guter Wurf. Wenn wir natürlich das zu groß lassen, diesen Radius, dann wird es ein schlechter Wurf. Sprich, wir müssen noch ein bisschen mehr dafür tun, dass es ein guter Wurf werden kann. Jetzt habe ich, guck mal, groß gemacht. Es war jetzt sehr spät und dementsprechend verwerfen wir den aber volle Kanne. Geschwindigkeit ist gar nicht denn so das Negative. Geschwindigkeit bleibt, aber der Wurf war total, ja, missworfen. Pure Analog. Mal gucken, was uns da erwartet. Wieder einmal dürfen wir die Art und Weise des Werfens aussuchen. So, suchen auch hier raus und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir jetzt machen müssen. So, und... Zu früh, okay. Das machen wir alles jetzt mit dem rechten Stick. Mit dem linken Stick nehmen wir die Richtung auf. Also erst einmal jetzt hier. Wurftechnik, ich nehme wieder A. Wir suchen jetzt die Richtung mit dem linken Stick raus. Mit dem rechten zurück. Just late. Was war da denn spät gewesen? Da müssen wir uns auch mal so ein bisschen heranfummeln. Oder da müsst ihr euch heranfummeln, was und wie was genau zu spät oder zu früh war. So. Very late, okay. Too early. Oh, okay. So, dann haben wir Meter. Wieder die Wurftechnik auswählen. Wir nehmen einfach jetzt mal wirklich A, die Richtung. A drücken. Okay. Habe ich nicht ganz verstanden, was da jetzt sein soll. So, nochmal Wurftechnik, die Richtung. Jetzt versuchen wir genau den gelben Punkt. Da, oh, 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 oh. Also wir müssen genau diesen gelben Strich, den wir zurücklassen, treffen. Und es geht ratzfatz. Es wirkt erst so einfach, aber komm, wie schnell es jetzt gleich geht. Zack. Ah, just late. Also war jetzt nicht zu viel zu spät gewesen, aber es war schon ein bisschen zu spät. Ah, da müsst ihr auch gute Reaktion beweisen. Mal gucken, es geht ganz langsam rauf und dann... Oh, der war nicht schlecht gewesen. Schön mittig. Gut, das war das gewesen. Der schwerste wird wahrscheinlich Pinpoint sein.
Wie wir wieder unsere Art zu werfen? Oh, okay. Ah, Richtung. Und dann müssen wir ein bisschen. Vielleicht kennt ihr Skate und diese Skateboard-Spiele mit dem rechten Stick runter und einmal Hälfte. Und das war gar nicht mal so verkehrt gewesen. Wir probieren es das nochmal aus. Vielleicht ist es ja gar nicht so schwer. So. Wir machen mal langsam. Too slow. Ah. Also es hat auch was mit Geschwindigkeit zu tun. Aber ich finde das gar nicht mal so verkehrt. Komm, wir nehmen mal jetzt eine X. Jetzt müssen wir natürlich was ganz anderes machen. Wir nehmen die Richtung. Oh, und den Punkt müssen wir auch genau treffen. Oh. Normal. Ha? Too far? Oi, 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 oi. So, probieren es jetzt nochmal. So. Oh, da müssen wir aber auch akkurat arbeiten. Wir müssen ja schon fast im Kopf haben. Ihr seht, achtet mal jetzt nochmal auf die Linien, die farbig untermalt sind. Grün ist optimal. Und ich glaube, gelb wird immer langsamer und rot ist dann schon zu spät. Nochmal Curve. Die Richtung. Ah, okay, alles natürlich zu spät. Ich finde, das ist denn auf alle Fälle schon wirklich was für Fortgeschrittene. Also machen wir noch. Boi, oi, 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 oi. Also, man muss dazu sagen, es ist natürlich schon perfekt, dass man sich so viele Art und Weisen von verschiedenen Techniken erstmal heranwagen kann. Wir nehmen einfach mal Classic. So, ansonsten haben wir natürlich noch das eigentliche Throwing, also das heißt, wenn einer von unseren Mitspielern den Ball jetzt zum Beispiel fängt oder aufnimmt, dann muss er natürlich zum nächsten werfen und das probieren wir auch mal aus. Dann nehmen wir uns als allererstes mal, ihr habt Automatik-Throwing, dann müsst ihr gar nicht viel machen, oder analog. So, der Pitcher wirft jetzt, mit denen haben wir jetzt gar nichts zu tun. Er trifft den Ball, so, jetzt haben wir den. Jetzt den rechten Stick nach da. Ah, okay, alles klar. Das ist nur mit dem rechten Stick. Gleich nochmal. Er nimmt den auf und jetzt sofort. Zack. Und wenn wir den richtigen rechten Stick Richtung treffen, dann werfen wir zu den richtigen Partner und der kann es schaffen, den anderen, ich sag mal, zu eliminieren. Jetzt hier mit dem rechten Stick. Oh. Perfekt. Einfach. Aber simpel. Und effektiv, muss man sagen. Und man hat ein bisschen was zu tun. Zack. Guck, der ist raus. Und das kann man auch hier machen. Ah, der war schon längst weg. Okay. Aber ich finde es mal gar nicht schlecht, weil ihr könnt es auch Automatik machen. Dann habt ihr mit der Spielweise nicht mehr viel zu tun. Wir probieren mal Buttons aus. Da sind sie wahrscheinlich schon unter einem festen Titel abgespeichert. So, Y. Okay. Kann man entscheiden, wie man möchte. Mit dem rechten Stick ist man natürlich vielleicht ein bisschen schneller dabei, jetzt zur richtigen Base zu werfen. Jetzt hier mit Y. Wunderbar. So, ich nehme mal hier für analog. Dann haben wir noch das eigentliche Vier-Ding. Das heißt, das, ja, ich sag jetzt mal, auffangen. Wenn der zu schlagen den Ball trifft und dass wir den Ball aufnehmen bzw. auffangen. Wir können es natürlich auch automatisch machen oder Catch Indicator Off. Wir probieren es mal aus. Wie immer jetzt hier, der Pitcher wirft den Ball, sein Gegenüber schlägt den Ball und wir sind jetzt hier, müssen jetzt nur mit dem rechten Stick die Linie machen und fangen den. Er ist raus. Ich glaube, wir müssen nicht mal in die Richtung laufen. Ich mache mal jetzt gar nichts. Ich nehme jetzt gar nicht den linken Stick zur Hilfe. Nee, er läuft selber dahin. Okay. Das ist relativ einfach. Wäre natürlich mal schön gewesen, wenn er mal in eine andere Richtung schlägt. Was passiert, wenn wir es zu früh machen? Ich mache es mal sehr früh. Nee, okay. Kein Problem. Jetzt nehmen wir mal Trackball. Und ich glaube, da müssen wir selber hinlaufen. Ich werde jetzt mal den linken Stick nicht verwenden. Wir gucken mal, was passiert. Ah, er bewegt sich trotzdem. Rechter Stick.
Okay. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwer zu sagen, was genau passiert, wenn der immer nur in dieselbe Richtung schlägt. So, können wir uns hier ein bisschen bewegen? Nee. Das Ding ist, eigentlich müssen wir nicht mal was machen. Ich mach mal jetzt wirklich gar nichts. Der fängt irgendwie von sich selber aus. Gut, okay. Schade. So, Drifting Ball. Mal gucken, was das sein soll. Ah, er zeigt einem, wo der Ball ungefähr landen sollte. Ah, er fängt auch selber. Gut, müsste man sich vielleicht mal im Spiel genauer angucken, was genau das Problem ist. Dann haben wir eigentlich zu guter Letzt nur noch das Base Running. So, wir können automatisch das machen oder wir nehmen einmal Button Select. So, das sind wir jetzt hier. Mal gucken, ob wir auch den Ball überhaupt genau treffen beim ersten Mal. Nicht, dass es zu lange dauert. Ah, ich bin so gespannt. Achso, er schlägt selber, okay. Jetzt haben wir oben rechts zu sehen. Was haben wir da zu sehen? Eigentlich, dass wir die, glaube ich, die Knöpfe drücken können. Wir könnten überlegen, wir gucken mal. Der erste, der jetzt der Schläger hier ist, der ist die Taste A. So, A, renn weiter, renn weiter. Nee, guck mal, ihr sollt weiterlaufen. Ah, okay. Also nochmal, er schlägt jetzt. Und zack. Und jetzt einmal A. Ja, alle sollen laufen, alle sollen laufen. LB gedrückt halten und die jeweilige Taste drücken. So, weiter, 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 weiter. Ah, shit. Ja, wir sind draußen. Gut. Das Ganze können wir natürlich auch hier mit den Tastenfunktionen machen. Das hört, glaube ich, nur denen die Base zuschalten. Und nicht, die Tasten sind jetzt nicht die Spieler, sondern die Base. Er schlägt. Ah, hier mit dem linken Stick. Okay. Mit dem linken Stick können wir den jeweiligen aussuchen. So, den hier, den wählen wir jetzt gerade aus. Der soll weiterlaufen. Lauf weiter. So. Nein. Ah. Bleib zurück. Bleib zurück. Genau. Ich find's besser, wenn wir das hier benutzen tatsächlich. Weil da sind die Tasten nicht die Base, sondern die jeweiligen Spieler. Das würde ich jetzt einfach benutzen. Einmal abspeichern. So. Jetzt haben wir eigentlich alle grundlegenden Sachen mal so ein bisschen kennengelernt und deren Funktion. Und zum Ende des Videos möchte ich ganz gerne mit euch doch mal den ersten kleinen Eindruck haben von diesem Spiel. Das heißt, wir werden uns mal natürlich nicht ein ganzes Spiel angucken. Wir werden uns mal so die ersten paar Minuten angucken, wenn die beiden Mannschaften aufs Spielfeld kommen. Die ersten Eindrücke auch von der Grafik so ein bisschen bekommen. Das eigentliche Spielprinzip haben wir jetzt so ein bisschen kennengelernt, wie wir hier anfangen, worum es hier beim Baseball geht. Jetzt gucken wir uns mal so ein bisschen die Spielweise an. Hier haben wir natürlich jetzt Exhibition, also wir können so schnell das Spiel auswählen, wo wir die Uniform nehmen können. Und da haben wir wahrscheinlich auch sehr, sehr viel, gerade von den ganzen Zeitepochen hier. Also Home haben wir haben Auswärts und wir haben die ganzen einzelnen Jahre. Ich würde mal sagen, irgendwie, das sieht ganz interessant aus. Das Ganze können wir natürlich auch mit denen hier noch mitunter machen, dass wir uns hier noch was auswählen als Gegner, als Alternative hier. Und ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an. Und hier können wir uns das Stadion raussuchen, was wir uns hier haben wollen. Eigentlich auch imposant, wie teilweise solche Baseballstadions aussehen. Hier entweder total geschlossen sogar. Und ich würde mal sagen, komm, wir nehmen das hier mal. Target Field. So, jetzt können wir Presentation Mode Hybrid. Broadcast, the broadcast settings present a television style game. Okay, auch nicht schlecht. The hybrid settings is aimed at being a middle ground. Also wird wahrscheinlich sowas sein wie halt ein schnelles Spiel. Wir können natürlich auch ein Fastplay machen. Fastplay speeds up the game by skipping most presentations. Wir wollen mal Broadcast machen. Wir wollen mal das volle Erlebnis davon bekommen, wie diese spielen. Ich finde teilweise selbst diese amerikanischen Sportarten, dass die im Spielen teilweise wesentlich besser umgesetzt werden als zum Beispiel europäische Spiele wie Fußball oder so. Und Broadcast Theme Style, the show Theme, Regional Theme. Wir nehmen mal einfach nur die Show und gucken uns das Ganze einfach mal an. From Target Field in Minneapolis, Interleague Baseball on MLB The Show. It's the Philadelphia Phillies taking on the Houston Astros. Ja,
Als kleine Randnotiz, nicht wundern, weil Musik fehlt. Ich habe die Musik deaktiviert, weil es sonst ein bisschen Probleme hier bei YouTube bereitet. Ihr müsst euch jetzt einfach vorstellen, da läuft richtig zackige, gute Musik und dann passt es schon alles. Aber die Grafik, die ist wirklich schon eine Augenweihe. Es war schon immer hier irgendwie gewesen, aber es wird von Jahr zu Jahr immer besser. Atemberaubende, gute Lichteffekte, stark gemacht, schöne Bewegungsabläufe. Wie gesagt, inwieweit die Spieler sich jetzt ähneln, aber die Gesichter sehen auch wirklich sehr stark aus. Also sie wirken halt wirklich wie Menschen. So, fangen wir mal an. Wir sind jetzt hier mit dem Schlagen dran. Oh, das war viel zu früh. Ja. Strike Nummer 1. Uns wird so angezeigt, dass wir viel zu früh waren. Aber wirklich viel zu früh. So. Oh! Was? Ja, doch, ja. Schade, das war ein Foul gewesen. Das war auch, glaube ich, auch wenn es ein Foul ist, das war jetzt der zweite nicht getroffene Schlag. Beim dritten sind wir draußen. Der war eigentlich schon richtig schön getroffen. Ein Ticken zu früh. Oh! Wo ist er? Wo ist er? Look at these! Look at these! Ja, Gott hat mir diese Hände gegeben. Ja, dann guckst du, wa? Ich spiele seit 20 Minuten Baseball und, ja. Mann. Ich muss auch dazu sagen, ich habe jetzt einen Ticken geübt, wie es mit den Zeitabläufen ist. Kann aber auch dummer Zufall gewesen sein, aber Home Run, unser erster Home Run. Ja, guck mal, der dahinter, der guckt auch. Schön gemacht, so die ganze Atmosphäre, so die eigentlichen Grundabläufe. Oh, guck mal. Da haben wir bestimmt irgendein Kind mit seinem Hotdog getroffen, der arme Junge. So, der nächste von uns. Ah, schade, aber getroffen. Nicht schlecht. Es kann aber auch sein, es ist halt ein bisschen sehr einfach wahrscheinlich eingestellt und der Gegner wirft jetzt nicht die allerschärfsten und schwersten Bälle. Schade. Was? Schon wieder? No way. Ha. Was willst du machen? Back-to-back-Jacks. Hit the back-to-back-home one with in El Minimo. Ich habe jetzt einfach 70 Erfolgspunkte bei Xbox freigeschaltet. Das ist relativ viel. Ich spiele dieses Spiel gerade mal 10 Minuten. Geil. This is the kind of thing where you really start to notice hitters in a lineup feeding off each other and the collective confidence just continues to grow. Schade, aber ey, immerhin getroffen. Okay, Strike Nummer 1 kann man fast sagen. Ja, guck mal, war auch viel zu spät gewesen. Ah, schade. Nee, jetzt sind wir draußen. Der erste war im Aus, der zweite war ein richtiger Strike und auch der dritte war ein richtiger Strike. Damit sind wir draußen. Ah, aus. Oh, da haben wir jemanden getroffen. Eieieiei. It seems like this type of guy is kind of a dying breed nowadays. Well, exactly. When teams are looking for high velocity, high strikeout. Schade. Viel zu früh wahrscheinlich. Also nicht viel zu früh, aber ich denke mal wirklich zu früh. Oh, knapp. Perfect. When your swinging timing and PC placement are both ideal, you will trigger perfect contact. The resulting hit will be around the hardest at better. Can hit. Okay, alles klar. Jetzt ist natürlich die Frage. Home run? Oh, nee. Oh. Da haben wir ihn voll in die Arme geworfen. War, damit sind wir draußen. Aber 2 Punkte haben wir immerhin schon mal. Aber die Grundatmosphäre ist schick. Die Fans sehen natürlich atemberaubend gut aus. So einzeln und alles so ein bisschen verteilt. Das ist wirklich so matschig. Ah, zu früh. Oh, der war zu spät. Der war zu spät. Oh, oh Gott, das ist erschreckt.
So, der war wirklich viel zu spät gewesen. Ist es ein Home Run? Es ist ein Home Run. Yes, High Five, Baby. Ah, yes. Gut. Ich finde, das war für den allerersten Anfang gar nicht mal so verkehrt gewesen. Wir haben auf der einfachsten Stufe überhaupt gespielt mit allen Spielhilfen, die es gibt, und haben 3 Home Runs geschossen. In diesem Sinne würde ich mal sagen, wenn ihr Bock darauf habt und ich sollte ein weiteres Video machen, das können wir auch mal sehr gerne machen, dass wir einen genauen Einblick von diesem Spiel hier bekommen, dann können wir es gerne machen, was wir festhalten können. Es ist unheimlich schwer, es ist unheimlich umfangreich, aber es sieht verdammt gut aus. In diesem Sinne mache ich jetzt noch einen Home Run, einfach First Try, ohne hinzugucken. Okay, gut, der war nicht viel gewesen. Und dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.